Hallo und willkommen zurück in der dunklen Unterwelt. Ich habe diesmal eine kleine Änderung vorgenommen. Letztes Mal. Da, sie geht noch. Oh. Ja, Ellie hat eine Taschenlampe. Das hätten wir ihr wahrscheinlich auch selber geben können mittlerweile. Ich schätze mal, dass egal wie jung oder alt ein Mensch ist, weil solange man hier zu zweit hier unten herumläuft. Ach, wir haben ja auch die Maske auf. Kurz überrascht gewesen. Ich habe gestern Madison aufgenommen und da ist ein Maskenmann, der mir nicht ganz so sympathisch ist wie Joel. Nun, auf jeden Fall, man hätte erwarten können, dass Ellie sowieso eine Taschenlampe bekommen hat. So, ich habe jetzt bezüglich dieses Videos eine kleine Änderung vorgenommen. Letztes Mal, die letzten paar Folgen hatten zwischendurch ein, zwei Audio-Aussetzer, die nicht super aufgefallen sind, hoffentlich. Da ist dann, weiß ich nicht, für eine halbe Sekunde ein Wort abgeschnitten worden. Das war ganz schön viel Aufwand, das wieder zu synchronisieren. Jetzt nehme ich einfach Audio, Video und Webcam auf drei verschiedene Platten auf. Mal schauen, ob das jetzt irgendwie was bringt. Vielleicht war das ja, wisst ihr, so konkurrierende Dateistreams auf dieselbe SSD. Vielleicht war das ja irgendwie ein Problem. Wer weiß. Gibt's noch was zu berichten? Es ist relativ spät. Ich halte mich mit Koffein am Leben. Ich werde irgendwann sehen, wenn es nicht mehr geht. Eigentlich wollte ich nicht mehr aufnehmen heute, aber ich mache das lieber nachts, weil ich finde, nachts ist es viel angenehmer aufzunehmen als tagsüber. Außerdem sind die Lichtverhältnisse hier besser dann. Also es stört kaum einer und ich weiß nicht, so ein Spiel spiele ich lieber ungestört. So. Ja, das haben wir ja schon durchgelesen. So. Scheinbar wurde das nicht gespeichert, das heißt, ich gehe nochmal kurz runter. Nein. Warte da. So. Achso. Jetzt kurz. Ja, okay. Da war nichts mehr. Zack. Hä? Geh doch hoch. Ist hier eine Wand? Fast gestorben. Dann nehmen wir das hier noch mit. Ich dachte, das wäre gespeichert worden letztes Mal, aber das macht ja nichts. Deswegen sollte man eigentlich immer dann aufhören zu spielen, wenn man ganz sicher ist, dass man irgendwo, dass irgendwo gespeichert wurde. Zum Beispiel bei, weiß ich nicht, wichtigen Bosskämpfen oder so. Wenn ihr in irgendeinen wichtigen Bosskampf reinkommt und während des Kampfes rausgeht, beziehungsweise aufhört zu spielen, dann ist es ziemlich sicher, dass ihr am Anfang des Kampfes wieder einsteigt mit denselben Sachen. So. Ich glaube, hier auf dem Boden war nix. So. Holen wir mal hier wieder dieses Ding. Das haben wir jetzt mal einfach nur angefangen. Ellie aber noch nicht draufgelassen. Weil die Arme können ja nicht schwimmen. Wir wollten sie nicht unnötig in Gefahr bringen. Außerdem waren wir ja schon ein bisschen ausgelaugt. Die Reise hat ja schon 3 Stunden gedauert und in-game wahrscheinlich, ich meine, die ganze Nacht. Wie lange hat das eigentlich gedauert bis dato? Steig drauf. Wirklich? Ellie. Okay, okay. So. Vorsichtig. Ich hab dich. Und rauf mit dir. Die guten Aluleitern aus dem Hornbach können auch nicht rosten, wenn sie da drin sind, oder? Kann Alu rosten? Weiß ich gar nicht. Rostet das? Naja. Ist auch nichts, was man normalerweise im Alltag braucht an Wissen. Außer man arbeitet mit Aluminium. Schätze ich. Schauen wir uns mal noch ein bisschen hier um. Ich habe schon, beziehungsweise das habe ich auch hier schon erwähnt, dass ich relativ viel rumsuche. Ich bin, also, ich habe nicht nachgeschaut oder irgendwie mich informiert vorher, aber diese Sammelobjekte, die ich die ganze Zeit suche, ob die ihre Position verändert haben? Das kann ja wohl sein. Vielleicht packen die manche Objekte an andere Stellen. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, gerade dass hier so eine krass beleuchtete und ausgestaltete Tür war. Ob das jetzt hier neu ist? Einfach nur, damit die so ein bisschen den Lichteinfall demonstrieren. Weiß ich nicht, Grafikmöglichkeiten oder so. Aber das hier kenne ich auf jeden Fall noch. Ja.
So, nichts wie raus. Die Maske stört ein bisschen auf Dauer. Das wunderhübsche Gesicht wird sonst verdeckt. Hey, also, wegen Tess. Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemandem von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist deine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Ich finde ja, dass die diese unsynchronen Nitäten hätten wir seitdem können. Nichts, ich hab nur sowas noch nie gesehen, deshalb. Etwa den Wald? Ja, im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Und ich finde, die haben, Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Ja gut, ich meine, wir haben es ja lebend hierher geschafft, also warum nicht zurück? Wir haben nur eine von drei Personen verloren. Ich finde, bevor wir weitergehen, dass die zwar die Figuren und so, also Gesichtsanimationen und Figurenanimationen und Texturen und so, haben die alles verbessert. Das ist super toll, finde ich gut. Überwiegend. Weil ich kenne die anderen Figuren ja noch nicht. Es könnte ja sein, dass sie jemanden hässlicher gemacht haben, als er sein müsste. Das wäre dann natürlich nicht so nett. Aber ich finde, diese Verbesserung an Grafik und so, das sieht man ganz besonders an der Umwelt und so. Viel mehr Blätter, viel mehr Bäume, viel mehr Lichteffekte und so. Ich muss sagen, aus der Erinnerung her fand ich die PS3 und PS4-Version so ein bisschen wärmer. Ich glaube, das Licht, ich glaube, da war ein wärmerer Lichtton. Wenn ihr versteht, was ich meine. So ein bisschen angenehmer, passiv. So. Oh, hey, Kleiner. Wo? Hier war irgendwo ein... Ach, vielleicht meinte sie irgendein Hasen, der hier dann gesprungen ist. Das passiert mir. Ich habe das schon ein paar Mal gespielt, das Spiel, und ich habe, glaube ich, nur einmal gesehen, was sie meint. Ich glaube, das ist ein kleines Tierchen. Aber gut, ich meine, sie ist ein Kind, sie achtet eher auf solche Sachen. Mit 14 zählt man doch noch in die Kategorie Kinder, die kleine Nagetiere verfolgen und beobachten, schätze ich. So. Erstmal alles durchsuchen. Irgendwo war hier, glaube ich, noch. Irgendwo waren noch so Pillen. Ich will eigentlich nicht rennen. Ich finde das gerade so ein bisschen entspannend hier. Entspannung ist eigentlich ganz gut. Ich meine, zwischendurch. Wir müssen deutlich öfter kämpfen in dem Spiel als. Wir friedlich in solchen Gegenden rumlaufen, deswegen sollte man das eigentlich genießen. Andererseits gibt es hier nichts mehr zu filmen. Zu finden. Haben wir irgendwie vielleicht ein Gespräch mit Ellie noch? Ich warte, ich laufe mal hier hin. Bei den Gesprächen bin ich mir echt nicht sicher, bei den optionalen Gesprächen, wo du so Dreieck über dem Kopf dann drücken musst, von dem Charakter. Da weiß ich echt nicht mehr, wo die alle sind. Aber ich glaube, hier geht es noch nicht so heftig los. Später passiert das öfter. Und wenn wir es verpasst haben, haben wir es halt verpasst.
Ich meine, man kann hinter Kapitel wieder neu spielen. Ging zumindest sonst immer. Geht das hier bestimmt auch. So. Ich finde das super. Ich finde das schön. Umgebungen und so, das ist... Also mit neueren Konsolengenerationen finde ich, kann man sowas... Also sowas kann man noch einiges aus der Spielwelt rausholen. Oh Mist. Eigentlich sollte man als Überlebender immer einen Bolzenschneider dabei haben, oder? Klettern wir rauf? Nein, da oben ist ein Stacheldraht. Wir müssen irgendwie drum herum. Oh. Wow, da! Fireflies. Ich meine, echte Glühwürmchen. Ja, das sehe ich. Sorry, ich musste das einfach tun. Joels Herz ist erwärmt. Er sagt es nur nicht so offen. Gut, vielleicht ist es das auch nicht, aber... Wie wär's damit? Tja, hier drüben geht's auch nicht. Ach so, ja, okay, ich wollte nur kurz gucken, ob ich jemals in dieser Ecke war. Ja, so das. Die Tutorials, zumindest die Tutorials, kann ich zum Glück fast alle überspringen. Weil viele der Mechaniken auch im Multiplayer und so verwendet werden. Außer Bretter tragen, das macht man gar nicht da. Ich glaube, es wäre auch keine tolle Funktion für einen kompetitiven Multiplayer. Auf Maps, die kleiner sind als... Oh. Als der Wald. So. Wir machen die Nahkampfwaffen später besser. Erstmal bauen wir immer Bomben und dann bauen wir schon Molotows. Das sind so die Sachen, die man zuerst braucht, weil im besten Fall braucht man Nahkampfwaffen gar nicht. Sondern erledigt alles schön aus der Ferne. Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann gehen wir mal nach. Okay, komm. Ich frage mich, wie er die Sachen zu Tess und Bill bekommen hat. Scheinbar ist Tess entweder immer hier hingekommen oder Bill ist irgendwo hingereist. Also, warte mal, können wir was herstellen? Scheiße. Es wird Zeit, dass wir irgendwas kaputt messern oder so. Das wird weiterhin immer demotivierend sein, wenn man irgendwelche Sachen sieht, die man nicht mitnehmen kann, weil man einfach zu sparsam ist. Extra noch gespielt in dem Modus, wo man mehr Sammelobjekte, also wo man mehr Materialien bekommt und dann braucht man die nicht. Naja. Was ist das? DWRS, Department of Water Resource Security. Okay, das heißt, hier war wahrscheinlich irgendwie so eine Pumpstation oder so dann auch für diesen Wasserturm. Oder es war vielleicht keine... Vielleicht wurde er nicht von hier aufgefüllt, aber er wurde zumindest überwacht. Wassertürme sind ja relativ oft vorhanden in amerikanischen Städten. Aber auch in deutschen. Also ich habe jetzt schon viele deutsche Städte gesehen. Ja, das kriege ich nicht auf. Komm, da ist noch ein anderer Weg. Eigentlich praktisch. Ich meine, du pumpst ihn einmal voll und dann... Sehr lang. Sei vorsichtig, nicht, dass du fällst. Macht die Gravitation den Rest. So. Ah. Oh Mist, bleib zurück. So, ich glaube, hier kann man noch rumlaufen. Der Radius, in dem man rumlaufen kann, bevor die einen bemerken. Ich bin mir nicht ganz sicher... was haben wir dabei? Flasche. So, hier runterspringen tue ich... Kann ich leise runterspringen? Das hören die nicht, ne? Hier ist eine Messertür. Ich glaube, da sind Sachen drin, die wir gut gebrauchen können. Vor allem, wenn wir gegen Leute kämpfen müssen, die kein Auge mehr haben. Okay. Bingo. So, Drogen... Gewehrmunition ist voll? Okay. Dann weiß ich jetzt, was wir... Eigentlich...
Ja, mit dem Messer könnte man die natürlich jetzt erledigen, wenn man sich anschleicht. Das Problem ist, von dem Messer hat man nicht so viel und vom Gewehr, da haben wir jetzt mindestens 2 Schüsse, die wir dann aufheben können. Problem ist, dass wir jetzt Lärm machen würden und naja. Warte. Ja. Oh. Hä? Ich wollte doch Schulter wechseln. Warte. Schulter wechseln? Was? Warte. Kamera, Taschenlampe, Bewegung, Navigationshilfe, Liegespinden, Bah, Schulterwechsel auf Viereck? Das habe ich doch immer auf. Warte mal. Das muss ich anpassen. Schulterwechsel? Das war sonst immer auf R2. Weil während ich ziele, kann ich ja den Lauschmodus nicht benutzen. Zumindest konnte man das nie. Deswegen mache ich jetzt mal kurz hier Schulterwechsel. Bah. Warte mal. Zielen, Schulterwechsel. So. Warum haben die denn das geändert? So ist gut. Bist du so? Ja. Ich bin ein Typ, der gerne die bekannten Steuerelemente weiterhin verwendet, die es schon immer gab, weil man gewöhnt sich eine Weile dran. Ich habe auch im Multiplayer auf jeder Version des Spiels die Trigger und die Schultertasten vertauscht, weil ich finde, es ist angenehmer, mit L1 und R1 zu schießen und zu zielen. Es ist einfach angenehmer, ich finde es einfach besser. Was willst du machen? Warte mal, wir machen mal Folgendes. So. Das andere. Hä? Alter! Eddie, was ist los? Nur hier, verpiss dich! Nein, 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 nein. Was ist los? Stellt sich in den Weg? Was soll denn das? Das müssen wir mir auch noch beibringen. Ja, so musst du machen. Zack, das ist richtig. Rumschleichen und dann da stehen bleiben, wo ich. Ja, weil habe ich mir schon während ich geschossen habe gedacht, dass das wahrscheinlich keine gute Idee ist, da zu schießen, wo man nur einen Ausgang hat. Naja, was soll's. So, dafür kriegen wir jetzt einen neuen Stein. Und hier ist, glaube ich, auch noch was drin. Wow, etwas, was wir nicht gebrauchen können. Super, aber was können wir hier? Können wir was nachladen. Aber nachladen ist ja eine Waffenverbesserung. Gut, das hilft uns nicht. Den Lappen, den brauchen wir jetzt einfach nicht. Aber egal. Erstmal die Munition hier holen, bevor man das vergisst. Zack. Ich glaube nicht, dass ich das vergessen würde. Ah, sehr gut. Haben wir 4 Schüsse verwendet. Immerhin können wir die dann direkt wieder einsammeln. Also war es jetzt nicht so super schlimm, aber... Ja, nächstes Mal gehen wir besser nicht in einen engen Raum und lassen Ellie in der Tür stehen, um sie zu bewachen. Das könnte tödlich enden. Immerhin haben wir jetzt unsere Ruhe. Zeug, Zeug, Zeug. Zeug ist gut. Sind hier Sachen, die man jetzt lesen kann, die man früher nicht... Hm? Alles okay? Ich versuche, pfeifen zu lernen. Du kannst nicht pfeifen. Klingt das wie pfeifen? Änderung, mehr Pillen sammeln und ich muss mehr Munition beschaffen. Mir bleiben nur 3 Wochen bis zur nächsten Lieferung für Tess. Ja, das ist schön. Tja, jetzt hast du noch ein bisschen mehr Zeit bekommen. Und Tess wird es wohl nicht mehr sein, an die du lieferst. Aber, naja, das ist also der Grund für die Fristverlängerung ist ja auch egal, nicht? Haben die eigentlich die Bildschirme und so aktualisiert? Eigentlich müsste ja alles noch auf dem Level von 2013 sein. Das ist ja auch hier in dieser Version die... also ich meine, es hat sich ja nichts verändert an der Geschichte.
Ach, guck mal. Tatsächlich Material, das wir mitnehmen können. Was für ein Wunder. Ah, so, okay. Jetzt können wir Klingen mitnehmen. Ja, Munition, das ist natürlich ein Trauerspiel. Wir haben einfach zu viel Zeug. Wir benutzen zu wenig Zeug. Ach, warte mal, der hier andere durch. Kam irgendwie hierher. Ja, gut, Flaschen. Ah, nee, Flaschen gibt's noch genug. Es liegt, glaube ich, ungefähr gleich wie von allem herum, so vom Gefühl her. Was? Ach, ich habe Klebeband für das Messer, ja, super. Gut, Tuch brauchen wir dann nicht. Wir müssen uns auch nicht heilen, weil wir zu gut sind. Ich glaube, hier können wir auch nie wieder hoch. Da oben lagen ja noch ein bisschen. Nee, schade. Das wär's, wenn man frei in der Welt rumlaufen könnte und einfach wieder zurück könnte, wenn man wollte. Das ist eine super Funktion. Haben wir noch eine Notiz vergessen? Ich glaube nicht. Oh Mist, ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das uns aufkriegen? Gut. Stell den Fuß auf. Mach es nur auf, sonst nichts. Geh klar. Ich meine, ist ja nicht so, als ob sie weit Vorsicht. Weg wäre. Vorsicht. Tada! Gut gemacht. Danke. Ich meine, so einem Kind vertraust du ja sowieso schon eher. Als wenn du jetzt irgendeinen Erwachsenen dabei hättest, den du seit einem Tag kennst, dann vertraust du vielleicht also, dem nicht so. Dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Marlene meinte, er ist dein Bruder? Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Oh, okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Das ging ja nie. Ich schaue jetzt mal, ob man hier vielleicht noch irgendwas aus den Autos rausholen kann. Das wär's, oder? Wenn die schon Autos einbaut, wo du die Scheiben kaputt machen kannst, dann wird ja wohl da auch irgendwas drin liegen. Können wir hier irgendwas machen? Aus dem Grund ist es auch ziemlich interessant, ehrlich gesagt, in alle Gegenden nochmal zu gehen. Auch wenn man weiß, dass da vielleicht gar nichts liegen sollte. Vielleicht tut es das ja jetzt. Schon, weil Pillen ja scheinbar keine Pflanzen mehr darstellen. Hey, da! Zwerge? Ja, das sind Zwerge. Mann, ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Aber Feen nicht. Die machen mir Angst. Oh, verstehe. Schon wieder Zeug, was man liegen lässt. Keine Ahnung. Ach doch, Pflanzen. Ich dachte, dass auf dem Dach, wo wir die erste Planke benutzen mit Tess zusammen, dass da auch eine Pflanze hätte sein müssen. Oder vielleicht war sie das auch und ich habe es nicht gesehen. So, hier ist voraussichtlich nichts. Es ist ja meistens in Spielwelten so, dass eine Seite des Ganges, den du entlang gehen musst, grundsätzlich von irgendetwas Riesigem mit Gestrüpp und oder Zäunen versperrt ist, die kein Mensch auf der Welt innerhalb des Spiels überwinden könnte. Nicht, dass es ein Problem wäre, an diesen Pflanzen vorbeizugehen, aber ich glaube, die Richtung ist sowieso... Die ist eh scheiße, da wollen wir nicht hin. Irgendwas? Ich werde nicht jede... Oh, was? Ja, ich werde nicht jede Scheibe kaputt machen können, aber versuchen kann man es ja ab und zu mal. Mit etwas Glück ist irgendwas drin. Ach, der Becher, der stört mich. Den Becher, den soll er auch aufheben. Den kann man noch gebrauchen zum Trinken oder... Aufbewahren von Fäkalien. Das, was man so als Mensch in der postapokalyptischen Welt halt so macht. Ist hier irgendwas?
Ja, versuch du weiter. Pfeifen wirst du irgendwann schon können. Ich habe da so ein Gefühl. Wer es oft genug probiert, hat meistens auch Erfolg. Was? Schon mal gespielt? Nee. Aber ein Freund von mir war voll verrückt nach diesem Spiel. Da gibt es wohl diese Frau namens Angel Knives. Wie war das nochmal? Sie schlägt dir ein Loch in den Bauch und tritt dir dann den Kopf ab. Ich war nie ein großer Fan von sowas. Ich würde es gerne spielen. Ich auch. Wenn es nichts anderes gäbe, zumindest. Übrigens, mir fällt gerade so auf, ich laufe ja über relativ langsam durch und ich untersuche alles, obwohl ich mir bei einigen Stellen ziemlich sicher sein kann, dass da nichts ist. Falls es stört, schreibt es unten rein. Ich bin allerdings ziemlich sicher, werde ich mich also nicht von diesem Weg abwenden, weil ich finde es eigentlich ganz interessant. Und naja, wenn man etwas interessant ist, was interessant findet, dann soll man das auch machen. Das ist gut hier zum Beispiel. Das ging vorher, glaube ich, nicht, dass man hier Befehl zur Evakuierung von der Federal Disaster Response Agency, FEDRA. FEDRA kann man sich relativ gut merken. Also ich habe mir das immer gut merken können, FEDRA. Wenn das im Spiel vorkam, dann konnte ich mich irgendwie daran erinnern, was das heißt. Und die Musik ist sehr friedlich. Der Soundtrack gefällt mir hier an der Stelle. Es sind auch noch nicht so viele Gegner vorhanden. Wenn das bei den beiden bleiben sollte, die wir da vorhin erledigt haben, dann ist die Welt ja perfekt. Eigentlich kann die so bleiben. Ich bleibe nur noch zu hoffen, dass ausschließlich Arschlöcher sich verwandelt haben in die Infizierten. Und dann ist das sogar gut. So eine Pilzkrankheit. Das ist ja keine Krankheit, eigentlich, glaube ich. Naja. So, ich glaube, hier ist dann wohl alles. Ich hoffe jetzt nicht, dass die irgendeinen Firefly-Anhänger noch in irgendeinen Baum gehängt haben, weil in Bäume werde ich auf jeden Fall nicht durchgehend reinschauen. Das finde selbst ich ein bisschen zu langweilig. Ja. Ihr müsst euch übrigens gar nicht beschweren, falls ich zu lange mit irgendwas brauche. Ellie wird das schon tun. Das heißt, ihr müsst einfach nur zuhören. Ach so, ach, ja, okay. Der Tresor, da findet man irgendwo die Kombination für. Und wenn man die gefunden hat, hat man im Originalspiel den Tresor einfach öffnen können. Und hier muss man die Kombination sich sogar merken. Befehl zur Evakuierung. Evakuieren wohin? Was denkst du? Quarantänezone. Tja, manche Städte wurden gewarnt, bevor die Infektion kam. Die meisten nicht. Mann, das ist hart. Man muss sein ganzes Zeug zurücklassen. Der Rest war härter. Wenn das für Ellie schon hart ist und die hat ja nicht so viel Zeug. Ich schätze mal, alles, was sie besitzt, ist in ihrem Rucksack. Und die Leute hatten ja Häuser, Wohnungen und Familie mit denselben Gegenständen. Ja, das ist Bills Handschrift. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist er allein. Warum sind die Zäune hier? Warum sind die nicht einfach ganz vorne, da wo die Hauptstraße ist? Da brauchst du nur einen riesigen Zaun aufbauen und das hat sich dann. Verbindliche Evakuierungsaufforderung. Auf der Evakuierungsroute bitte Anweisungen von Behörden folgen. Auf einem Pfeil nach links steht Evakuierungsroute. Evakuierte, also das war eine Beschreibung von dem, was man sieht, schätze ich. Evakuierte werden in der sicheren Evakuierungszone am folgenden Ort erwartet. Lincoln High School. Lincoln heißt die Stadt, genau. Ist mir außerhalb des Spiels schon mal, ich kann mich erinnern, dass ich immer nachgedacht habe darüber, wie die Stadt wohl heißt. Und ich weiß nur, dass ich sie als Bills Stadt kenne. Weil so heißt auch die Multiplayer-Map. Bob. Ich verlasse die Stadt nicht ohne den Safe. Hilf Brad, ihn in den Truck zu laden. Falls du ihn öffnen musst, die Kombination ist 5, 17, 21. So. Ich werde schießen. You will be shot ist aber ein bisschen anders übersetzt, oder? Ich werde schießen? Naja, gut. 5, 17, 21. Oh, da merkt man.
Warum kann man durch den Busch nicht durchlaufen? Da merkt man als erstes, wenn man so ein bisschen müde wird. 5, 17, 21, sobald man sowas nicht mehr merken kann, sollte man wahrscheinlich aufhören. Weil, und sich, wenn das so regelmäßig passiert, auch tagsüber dann vielleicht auch mal irgendwann nachschauen lassen, woran das liegen könnte. Weil ich glaube, dass 5, 17, 21 nicht sehr schwer zu merken ist. Außer, das ist jetzt falsch und ich blamiere mich. Nein. Das war ein Versehen. No. Das war ein Versehen. So. Das macht doch Klick. Stimmt, das ist dasselbe Klicken wie in Part 2. Da macht das Schloss so ein leichtes Geräusch. Wie halt echte Safeknacker auch. Die achten ja auch auf bestimmte Geräusche und so. So. Nochmal ein bisschen kaputt hier. Die Taschenlampe ist irgendwie ein Reflex. Ich finde, tagsüber sieht das mit der Taschenlampe scheiße aus. Vor allem, woher kriegen die Batterien? Da sind ja ganz normale Batterien drin. Und die halten ja wohl kaum mehr als ein paar Wochen, wenn man die ständig benutzen muss, in irgendwelchen komischen infizierten Gegenden. Aha. Wen haben wir denn hier? Den letzten haben wir nicht vorgelesen, deswegen kommt der jetzt dran. Fireflies waren ja überall. Ja, überall. Sie wollten das Land wieder so hinkriegen, wie es war. Naja, mit einem Impfstoff wieder vielleicht. Vielleicht. Huiwang. So, Joel hat offenbar schon öfter Stories von Impfstoffen gehört. So wie seine Reaktion klingt. Was ist das? Musikladen Marquis. Marquis. Marquis? Können wir das kaputt machen? Nee, schade. Nicht schade. Wir wollen ja nicht wirklich mutwillig alles zerstören. Nur das meiste. Und vor allem die Gegner. Also. Die verdammten Infizierten tauchen zu oft viel zu nahe beim Unterschlupf an der Kirche auf. Anscheinend muss ich die Perimeter-Schwachstellen mal wieder ausräumen. Ja. Aufräumen und ausräumen, das muss man wohl regelmäßig, auch in dieser Welt. Zack. War's das? Ich dachte, hier wären mehr Notizen. Na egal. Wieder Zeug, was wir nicht mitnehmen können. Nee. Mann, das ist echt traurig. Was denn? Diese Musik, die hier herumsteht. Und niemand hier, der sie sich anhört. Ich weiß nicht, ich find's schrecklich. Ursprünglich hat man in dieser Szene ziemlich eindeutig gesehen, welche Schallplatten die bewegt, weil die so einen anderen Farbton hatten als die anderen. Das ist hier nicht so. Und ich glaube, es gibt ja auch nirgendwo echte Bands. Vielleicht aus Gründen der Lizenzgeschichte, weil man die nicht für immer behalten konnte oder weil das einfach grundsätzlich zu teuer ist. Aber, naja. Wäre eigentlich nice gewesen. Stellt euch vor, ihr geht durch so ein Spiel und dann sind da echte, also, es ist wie mit Horrorspielen, hier mit Madison zum Beispiel oder andere, vor allem Horrorspiele haben das so häufig, Fotos von echten Menschen drin, einfach nur, weil die seltsam aussehen. Es ist zwar ein bisschen cringe, aber es ist auch, also es sorgt natürlich auch für Atmosphäre, ne? Oh, Mann! Das ist eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Tja, er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Ja, das sagst du so einfach. Wenn Tess sich mal mit ihm getroffen hat, könnte es ja sein, dass er ein Arschloch ist, das sofort jeden umbringt. Und vor allem, wie findet er es in seiner Stadt? Also sind ja 20 Jahre vergangen. Er ist sicherlich etwas länger schon hier, wenn er sich so gut eingerichtet hat. Findet man dann immer noch regelmäßig neue Sachen? So. Hallo. Cool. Was
fast schon zu schade, die Räume aufzumachen, ohne dass man irgendwas mitnehmen kann. Aber wir haben ja wenigstens ein paar Pillen. Drogen sind immer gut. In dieser, nachdem die Menschheit fast ausgerottet wurde, natürlich erst. Weil dann hält man es ja anders wahrscheinlich gar nicht aus. So. Ja, auch ein Messer können wir wieder machen. Das heißt, wir können hier vielleicht wieder ein bisschen was von dem Zeug hier. So, warte. Ich gehe mal zurück in den Laden. Da lag doch noch was irgendwann. Irgendwo hinten in der Küche, hätte ich gesagt. Wie heißt denn das? Ist auch auf jeden Fall in einem der Hinterräume. Hier ist Tuch. Ah, seht ihr ja. So, Schere. Und hier ist sonst, glaube ich, nichts gewesen. Ja, immerhin. War sonst noch irgendwo Material, was man nicht mitnehmen konnte? Ich glaube nicht. Auch wenn man viel rumläuft, ist es meistens ein bisschen langweilig, dann nochmal jeden Weg komplett bis zum Ende der Map, falls man das so nennen darf, zurückzugehen. So übertreiben will man es dann auch wieder nicht. Ach, guck mal hier. Ich will jetzt hier nicht gegenlaufen, aber... Du den Draht? Berühr nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Ich will das jetzt nicht ausprobieren, wie das aussieht, wenn Joel stirbt, aber es ist bestimmt interessant. Es gibt sicher YouTube-Compilations davon. Ich mache das jetzt deswegen nicht, weil... Man muss sich ja so verhalten, wie man selbst als Überlebender wäre, also nicht suizidal. Wow, Bill kann Bogen schießen? Vermutlich schon. Ja, betreten verboten. Gut, das werden wir wahrscheinlich noch öfter lesen. Komm her. Mit der hier kommen wir rüber. Außer wir haben bereits das Gelände betreten. Ach übrigens, die Folge ist schon relativ lang. Ich glaube, hier ist ein guter Zeitpunkt für Pause. Es ist ja bisher noch relativ ruhig. Das wird sich gefühlsmäßig, selbst wenn man das nicht kennt, das Spiel, wahrscheinlich bald ändern. Denn es geht ja schließlich darum, dass man in einer Apokalypse lebt. Und Apokalypse heißt meist tödliche Feinde. Schauen wir mal. Bis nach den Wertungen und bis morgen.